Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, andere Perspektive heute mal. Und zwar mit der GoPro im Lager von Pyroland. Ihr seht, wahnsinnige Massen an Pyrotechnik stehen hier rum. Die ganzen Neuheiten sind hier. Komplettes Lager voll. Einfach unfassbar. Da steigt schon richtig die Silvestervorfreude. Hier gibt es zum Beispiel eine Neuheit für dieses Jahr, die Nico Glycerin-Raketen. Sechs Raketen mit Silberschweif, Knall- und Cracklingwolke. So sehen sie aus. Das ist also eine Rakete, die aufsteigt und ein riesengroßes Popping Flowers, also ein riesengroßes Crackling-Bouquet in den Himmel zaubert. Heftig. Allein der Schweif, wenn der hier sich unten aufbaut, macht direkt mal die nächste. Diese Außenbreitung ist brutal, ey. So, jetzt machen wir mal zwei gleichzeitig. Kommst du da an beide dran? Das geht schon. So, und noch mal beide gleichzeitig. Auf Schlag. Genau. Zwei Raketen, der ganze Himmel voll. So muss das sein. Dann geht es jetzt weiter. Weiter auf Neuheitensuche. Und ich bin gespannt, was ich noch so an Neuheiten finden werde hier im Pyroland-Lager. Lasst euch überraschen. Oh, wie ich sehe, da vorne stehen schon wieder Neuheiten. Wir haben hier einmal den Mettwurstspatz. Richtig krass. Eine schöne 16-Schuss-Batterie-Neuheit in diesem Jahr. Dann haben wir hier noch eine Neuheit. Und zwar ist das der Ehrencake. Ebenfalls eine 16-Schuss-Batterie. Wunderschön. Und was sehe ich hier? Einen neuen Vulkan. Riesenvulkan, weiß-silber. Brenndauer 70 Sekunden, Sprühhöhe über 6 Meter. Auch eine schöne Neuheit. Whiteout-Vulkan. Also, ihr seht's, ich habe noch ein paar Neuheiten dazugepackt, die noch gefehlt haben. Ja, einmal diesen Goldgeil-Vulkan von Pyroland, schöner Goldvulkan mit 6 Meter Effekthöhe und Brenndauer 70 Sekunden. Und ja, die Tunke hat natürlich auch noch gefehlt, Tunke 26, eine wirklich sehr, sehr schöne Batterie mit 16 Schuss. Dann, ihr seht's, die Shepper, ein riesiger Verbund. Da ist wirklich der Name Programm, extrem krasse Crackling-Batterie. Eine weitere Neuheit von Pyroland ist der sogenannte Mettwurstspatz. Das ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Name für eine Batterie. Und ja, hier auch 16 Schuss im Kaliber 25 mm. Mettwurstspatz von Pyroland.
drin was? Und zwar den sogenannten Ehrencake. Das ist eine 16-Schuss-Batterie. Und ja, wie gesagt, Ehrencake, auch eine Neuheit 2020. Tunke 26, eine 16-Schuss-Batterie im Kaliber, ich glaube 25 mm und ja, auch eine sehr, sehr schöne Neuheit. Jetzt gibt es wieder eine schöne Neuheit von Pyroland, und zwar ist es die Batterie Shepper. Das ist ein riesiger Verbund, so ein Mega-Verbund mit 100 Schuss aus vier gleichzeitig brennenden Batterien. 40 Meter Steighöhe, 30 mm Kaliber, 100 Schuss. Jetzt gibt es was auf die Ohren. Das ist meine Ansage. So sieht das aus. Das sind also vier Batterien, die quasi miteinander verbunden oder halt verleitet sind. Schepper von Pyroland. Ja. Also Leute, ihr habt es ja gesehen, Shepper von Pyroland, die scheppert wirklich richtig und ja, die haut einfach richtig rein. Jetzt gibt es eine weitere Neuheit von Pyroland, und zwar ist das der Goldgeil-Vulkan, ein riesiger Goldvulkan von Pyroland. Der Silbervulkan White Out. Riesenvulkan, weiß-silber, Brenndauer 70 Sekunden und eine Sprühhöhe von 6 Metern.